Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21 Karriere. Was wäre, wenn Schalke in Liga 3? Herzlich willkommen zurück mit dem dritten Spiel, was wir demnächst anstehen. Aber ich habe noch einen Transfer, den ich hier tatsächlich ein bisschen vergessen habe, den ich unbedingt noch holen würde, der mir aufgefallen ist. Fabian Riese, der ist mir aus Darmstadt, aus Kiel, Entschuldigung. Aber den würde ich wahrscheinlich nicht in dieser... nicht jetzt holen können. Ich guck mal, ob ich ihn kriegen kann. Spielt offiziell Bundesliga. Gut, Kiel ist ja aufgestiegen quasi für mich. Okay, der Kiel, ich bin das noch nicht bereit. Okay, die zwei, die halte ich mir mal ein bisschen auf der Liste. Okay. Dann gehen wir rein ins dritte Spiel der Saison. Wir starten heute mit dem Auftakt gegen, mit dem dritten Spiel, mit dem zweiten Heimspiel gegen Viktoria Köln. Und das ist ja schon mal mehr gewonnen. Und das zweite soll bitte jetzt direkt auch mit folgen. Dann werden wir halt mal 7 Punkte nach 3 Spielen, das wäre okay. So. Okay, also egal. Komm. Und da geht's los. Viktoria. Eigentlich sehr ambitioniert. Damals auch mit einem kleinen Investor, glaube ich. Die wollten unbedingt in die Bundesliga. Und gucken wir dann in der dritten Liga rum. Aber ja, gut. Gehen wir rein. Das letzte Spiel, Gott sei Dank, am Samstag mit dem FC Schalke. Schalke hat gewonnen. 4-0 gegen Hoffenheim. Bin ich ja sehr, sehr, sehr froh darüber, dass das passiert letztendlich. Da sind nämlich diese Diskussion erstmal weg, zumindest um diesen, ja, Sieglosrekord. Aber, nun ja, ich bin zufrieden. Gucken wir mal. Und das ist die neue Mannschaft auf Schalke, die jetzt hier heute hoffentlich Viktoria Köln schlagen sollen. So, ja, ein paar Namen kennt man natürlich. So ein bisschen. Risse, ehemaliger vom FC Köln. Klingburg hat ja, ich glaube, der hat mal auf Schalke auch gespielt, eine Weile. Vom Namen her sagt mir da was. Naja, gut, okay. Auch Viktoria macht natürlich klar diesen Kreis. Fabian Militz, klar, ehemaliger Bremer. Vielen Dank, wir legen los. Viel Spaß. So, Kolasinac. Und dann hoffen wir mal, dass wir das jetzt klappen. So, Schiedsrichter fragt mal bei der Torhüter, seid ihr bereit? Bei der Torhüter sagen, jo, wir sind bereit. Und damit kann das Spiel, das dritte Spiel der Saison, losgehen. Auf geht's. So, hoffen wir mal, das war das jetzt weiser. Versucht es mal zumindest ein bisschen. Kubilanski, Braunschweiger. Ah, das war ein bisschen zu. Das war ein bisschen zu optimistisch da. Ja. Zu offensichtlich. Jawohl, gut gelöst. Gaudino. Ja, ein bisschen was gut zu machen. Ist kein Abseits. Und die Chance für Platte, der sagt, ich habe im ersten Spiel 4 Tore gemacht. Hier darf es gerne weitergehen. In St. Pauli ist er leer ausgegangen. Wo ein paar Chancen da waren. Aber naja. Okay. Ah! Nicht gut. Sehr gut gemacht. Scheiße. Abseits Krüger.
Na, ein bisschen zu spät. Es war nur knapp. Das ist schade. Und die Chance für Victoria, vielleicht jetzt mal irgendwas zu machen. Keiner kommt in den Zweikampf, aber der Spieler zieht drüber. Wichtige Info für alle echten Fans. Es gibt neue Fanartikel im Fanshop. So, kein Abseits. Diesmal. Krüger. Aber der muss in die Mitte gehen. Hey, und das war schlecht gespielt. Schade. Ja, Händel. Der jetzt versucht mal durchzurennen. Weiser kommt überhaupt nicht hinterher. Dann dieser Ball von Pieper, der dem Stürmer quasi den Ball auf den Fuß legt. Und da ist das 1-0 für Köln. Keine Chance, den Ball hinten rauszubringen. Oder. Ja, man hat es einfach nicht gemacht. Hier, ciao, der hat den Ball gesichert und verliert ihn dann wieder. Und Renault hat eine Chance. 0-1. Aber ich komme auch wirklich nicht in irgendwie mal in eine Position mal durchzubringen. Köln macht das momentan echt stark, was das Taktische betrifft. Diesmal ist Abseits. Und jetzt ist es mal. Absolut kein Abseits. Platte! Schade. Der den Ball guten Meter links vorbeisetzt. Scheiße. Naja, gut, okay. Und wieder Krüger. Der mit dem nächsten Fehler. Weiser lässt auch steigen und Bruno verhindert das 0-2. 35. Minute. Und da steht 0-2. Und wieder kriegt man diesen Ball nicht weg. Ja, es wird nicht einfach. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass man hier die Liga durcharbeitet. Und jetzt haben wir uns keinen Abseits. Und wieder ist es Ciao, der da den Ball verschätzt. Thiele, Doppelpack. Ich glaube, der hat nämlich auch das erste Tor gemacht. Ja, da muss jetzt ein bisschen was kommen. Also sorry, der Krüger, der gefällt mir heute mal überhaupt nicht da außen auf der Bahn. Der hat echt zwei Dinger da jetzt hinten verhauen. Und da muss ich den Wechsel jetzt ziehen gleich. Das bringt nichts. Ich krieg kein Tempo rein im Moment. Irgendwie. Abseits. Und jetzt geht er raus. Und jetzt kommt Bourgeois. Der jetzt versuchen soll, da außen ein bisschen herzurichten. Ach Gott, der Nächste. Ja, momentan läuft's nicht. Und wieder ein Fehler. Ciao. Mein Gott, was ist da heute los? Ich komme nicht in die Position, irgendwie heute was zu machen. Ja, den kriegt er nicht durch. Und damit ist Pause. 0-2. Also 2-0 Führung für die Gäste hier. Und natürlich sind die Fans extremst sauer.
Ja, schauen, wie die zweite Halbzeit jetzt läuft. Aber momentan gefällt es mir nicht. Auch Köln wechselt. Jetzt, ah, der Ball auf Spielmann, der ist gut, der Ball. Und da ist das Anschlusstreffer. Endlich mal schnell, präzise gespielt, 50. Minute, 1-2. Und der Torjäger von Linz macht das momentan. Yes! Endlich kommt man mal durch, kein Abseits. Und Platte kann sich von seinem Verteidigerkollegen lösen. Und braucht den dann nur reinzusetzen. Und dann steht es plötzlich 1-2. Geht da noch was? 5. Saisontor, 3. Spiel. Passt. Und jetzt Gaudino. Ja. Jetzt Spielmann. Plötzlich macht er ein bisschen Betrieb hier auf der Außenbahn. Konnte sich aber diesmal nicht gegen den Verteidiger durchsetzen. Und wieder nicht. So. Gott sei Dank ging noch ein bisschen was über die rechte Seite. Oh, Gorocka geht nach Juve. So, jetzt vielleicht mal. Borstorn. Ah, mit der Durchgang sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Da könnte es gefährlich werden. Und Militz holt sich den Ball weg. Nein! Ich dachte, wäre das Reihe wird irgendwie noch klappen. Ich komme da noch vorbei, aber. Ah, da sind ein paar Dinger, die jetzt nicht so wirklich funktionieren. Also die letzten Bälle, das war jetzt der zweite, der. Und Freunde. Verhindert so gerade noch das 1-3. Kolasinac. Schöner Ball, schöner Ball. Ja, es sind so die letzten Bälle, die so momentan ein bisschen verhindern. Also zumindest ein Pünktchen will ich mit denen hier. Der Ball ist weg. Platte. Ja, wird ein bisschen nach außen gedrängt. Und Milic verhindert das Ausgleichstor. Ja, das war der Versuch einfach mal auf die. Scheiße! Ja, ich bin jetzt dran. Ich bin jetzt ein bisschen dran. Weiser. Mal über die Außenbahn. Weiser. Und Kulanski, der den Ball. Ja, doch. Es gibt sogar Ecke, doch. Ich kriege momentan auch keine Chance, wirklich die Bälle so zu holen, wie ich sie gerne hätte.
Ja, der Aul wird geholt. Und Miedl fängt momentan die Dinger ab. Die Ecken und die Flanken. Und damit sitzt es momentan echt. Und damit wird es wahrscheinlich das Ende sein. Ja, und solange man den Ball in den eigenen Händen hält. Oder damit war es das. Wir verlieren unser erstes Spiel. 1-2 gegen Köln. Das ist alles andere als gut. Aber es ist noch kein Beinbruch. Es waren durchaus die Chancen da, um das Spiel vielleicht sogar noch zu drehen. Aber immer wieder der letzte Ball. Immer wieder der letzte Pass. Und der ist natürlich Man of the Match. Ah, Mann, ey. Na gut, das musste halt irgendwann passieren. Wir rutschen momentan ein bisschen weiter nach hinten in der Tabelle, klar. Stehen jetzt noch 3 Spiele mit 4 Pünktchen gerade mal nur da. Na, aber gucken wir mal. Und ab zum Interview. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Ah. Ja, wir hatten ein bisschen Pech tatsächlich. Ja gut, am Ende haben sie es dann verdient. Wir haben immer wieder unsere Bälle abgefangen. Ja, 2. Spiel in Folge ohne Sieg. Das ist. Danke für dieses Gespräch. Wie gesagt, mein Ziel ist es, die Saison aufzusteigen und das war definitiv alles andere als positiv. So, das nächste Spiel. Morgen sehen wir uns dann an gegen Braunschweig. Dann geht's im DFB-Pokal ran und da wollen wir natürlich triumphieren.